Mein heutiger Marathon, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die Piraten war und ist die Ausübung direkter Demokratie eines der wichtigsten politischen Ziele. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollten wir ein Handicap bei der Durchführung von Volksbegehren beseitigen, nämlich das der zu kurzen Auslegungsfristen bei der amtlichen Listenauslegung. Eigentlich müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, dass Unterschriften auch signiert übers Netz abgegeben werden könnten, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Gespräche in den letzten Tagen auch nochmal haben gezeigt, dass die Realität dann doch leider eher so aussieht, dass die öffentliche Auslegung dann in irgendeinem Büro des jeweiligen Bürgeramtes bzw. Rathauses stattfindet. Das scheint die Realität zu sein. Von daher behilft uns auch tatsächlich die Fristverlängerung nicht so viel weiter. Einiges zur schriftlichen Anhörung wurde gerade auch gesagt, dass auch dort einhellig die Meinung leider war, dass eine einfache Verlängerung der Auslegungsfrist nicht zielführend ist. Fehler zuzugeben halte ich persönlich für eine Stärke und anscheinend, und das hat auch die Debatte gerade noch mal gezeigt, haben wir niemanden überzeugen können von dieser Idee. Niemand ist auf uns zugekommen mit Änderungsmöglichkeiten, Änderungswünschen. Und am Ende muss ich gestehen, wir müssen an diesem Antrag, an diesem Gesetz noch mal arbeiten. Wir werden in der nächsten Legislatur mit einem neuen Gesetzentwurf in dieser Richtung kommen. Ich habe meiner Fraktion keine Abstimmungsempfehlung zu geben und werde selber dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Danke.